Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht und Mittelerde 2, The Age of the Ring Lord. Ja, in der letzten Folge haben wir wieder zwei Gegner vernichtet auf der Karte, zwei Medium-Gegner. Dies ging jetzt eigentlich relativ flott mit unserer guten Armee. Und jetzt dazu wir die letzten zwei rausrotten und schauen mal, wie die Amaroth-Reiter alleine ankommen im Viererpack. Ich werde warten, bis wir vier haben, dann werden wir sie unten gegen die grünen Rohanna-Leiter vorrücken lassen. Die haben wir hier und die anderen sollen gegen Gondor jetzt vorgehen. Weil die sollten auch wieder gut zusammen sein. Und die sollten, glaube ich, hier sitzen. Genau, hier ist einer. Ne, warte mal, hä? Wo war denn eigentlich dann die Misty Mountains? The enemy has defiled this land. The waters of Nimrodil are flowing. The waters of Nimrodil are flowing. The enemy attacks. Perfekt, dann nochmal. Wir holen die anderen auch mal runter. Wir müssen unsere Heimat verteidigen, right? Holt die Adler! Die haben sie eh so gut wie gegenseitig fertig gemacht. Bleibt wachsam. Da steht schon wieder. Also Rohan, dass wir als erstes mal schön ein Gebäude vernichtet hat, hat sich irgendwie am besten gehalten. Im Gegensatz zu den ganzen anderen. Wir haben den Frieden wiederhergestellt. The enemy is not yet vanquished. We've defeated the enemy. We've defeated the enemy. Is not yet vanquished. So, komm. Something moves in the shadows. They are attacking! Schützt dieses Land! Gönnt ihnen keine Pause! Oh, warte, ihr solltet vielleicht in den Hintergrund, wenn ihr so stark beschädigt seid. Sind das alle Divisionen, die wir noch haben? Speere hoch! Wir haben irgendwie mehr verloren, als ich erwartet hätte. Ey, wo wartet ihr denn? Ihr hattet einen Job zu tun, eure Freunde haben sich auf euch verlassen. Huch. Die Adler sind gerade verschwunden. Aber wir haben... Perfektos. Und 250. Und gleich fehlt noch irgendwas. Oder einem von euch fehlt noch was. The enemy is afoot. Onward! Onward! Tadadada. Genau, irgendjemand hat noch das Schild gleich gefehlt. Amroth's Knights will see it done. Eine Riesenreitertruppe. Nicht von Rohan, sondern von den Elben. Schick, schick. Schick, 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 schön. Oh. Das können wir uns leider nicht mehr leisten. Wir können uns aber hier sehen. Radagast der Braune und die Reiter sollen da rein. The Knights of Andirion endure. Take up arms! The enemy attacks! Da sind so ein paar Vögelchen. Hallo. Ja. Our task is not yet fulfilled. What is this obscenity? Das sind unsere teuersten Reiter, ja. Das war doof jetzt. Remove this filth.
Schick mal den Rest schon mal in die Richtung, falls er stirbt. Ich glaub's zwar nicht. Aber... ich hab gedacht, es wäre eine längere Folge jetzt, aber... der Radagast ist tot. Hupsi. Take a bombs, the enemy attacks. Ja, stimmt, die habt ihr auch noch. Bringt sie aus dem Gleichgewicht. Die Reiter sind nicht schlecht, also das muss ich lassen. Die Reiter haben was für sich. Was ist das für eine Kamera? Ground Crystal. Holy shit, was ist die normale Commander View? Das ist nicht der normale View, das ist die General's View. Hä? Warum heißen die Unit View? Commander View und General View? Heute endet ihre dunkle Herrschaft! Wuhu! Es waren jetzt 4 Folgen, glaube ich. Aber es war sehr schnell zu sehen, dass wir gewonnen haben. Hups. Da gleich haben wir. Genau, da haben wir den ersten Feind vernichtet gehabt, eigentlich. Damit können wir eigentlich mal gucken, genau wie es abgelaufen ist. Schau, ab dem Punkt waren wir vorne immer. Und dann haben wir immer einen vernichtet, glaube ich. Das war immer ein Vernichtungspunkt. Genau, hier ist einer vernichtet worden, dort ist einer vernichtet worden. Hier war der Sieg, hier war einer und hier war einer. Die gingen relativ schnell aneinander. Und wer war der Erste? Das war der hier. Die Orks wurden als erstes vernichtet. Wahrscheinlich von Isengard, denke ich mir. Und von Mordor. Stimmt, die Orks waren im Grunde ja zwischen Isengard und Mordor. Also eine sehr schlechte Position, würde ich sagen, für Orks. Weil Isengard relativ schnell gute Einheiten hat. Und die Orks hat viele Billigeinheiten. Bis du sie einigermaßen ausgebildet hast. Wenn du die Trolle hast, die Trolle hast und die voll ausgebaut hast. Und die Level 5 sind, Alter, die sind so unangenehm. Also die finde ich immer noch rigged teilweise. Wenn man, ich mit meinem Cousin spiele und wir haben AI auf dem Feld, weiß ich, und er die Orks hat, dann weiß ich immer, dass er sich die Trolle baut, diese Trolle an der AI hochpumpt und dann zu mir kommt und ich nichts gegen diese dreckigen Arschlöcher machen kann. Hups, habe ich das jetzt echt laut gesagt? Hupsi. Ressourcenmäßig, ja, okay, da haben wir auch viel ausgegeben die ganze Zeit. Also dafür, ich glaube, da haben wir wesentlich mehr gemacht wie die anderen. Von dem Ausschlag her, da haben wir hier auch mal kurz gespart gehabt. Genau, Structures, das war der Punkt, wo wir den ersten vernichtet haben, haben wir währenddessen immer gebaut. Und Units, ja, es gibt 2 Kerben. Obwohl, die Endkerbe, wo ich gedacht habe, unsere Einheiten sind weg, war kleiner, als ich erwartet habe. Da ist die größte Kerbe gewesen. Welche waren das? Das war der braune. Was war der braune? Der braune war, was, Mordor hat uns am meisten gekostet? Echt? Was? Hätte ich nicht mal gemerkt, dass uns Mordor am meisten gekostet hat. Nicht schlecht. Ja, Lorien Archers, die sind halt auch super. Und die, vor allem, wenn du die auf die Türme stellen kannst, hast du damit mit 2 Türmen besser vorgesorgt wie mit 4 Türmen bei den anderen Ländern. Yeoman, Spearman, Orksman, okay, das interessiert mich nicht. Wie war meine Unit-Kill-Ratio? 5! 5,09! Oh, das ist gut. Das ist gut. Units killed 900? Ich habe nicht mal die meisten gekillt. Wer hat die meisten gekillt? 1400. Welcher Depp schickt dir so viele Einheiten? Und dann haben wir hier Strategic Skill, war nicht so, aber taktisch waren wir gut. Elapse for First Hero, 33 Minuten der späteste und 2 ausgebildet. Schick und keinen verloren. Keinen verloren. Die noch so was Interessantes. Structures Created 63. Structures Destroyed 42. Also es gab nicht mal so viele Gebäude, wie wir gebaut haben. Das muss man sich auch mal auf der Zunge eigentlich zergehen lassen. Wir haben mehr Gebäude gebaut, wie der ganze, oder fast jeder Feind zusammen. Und verloren haben wir auch kein einziges Gebäude. Das ist gut. Wenn man kein Gebäude verliert, ist echt super. Also ich rechne immer mit mindestens 10 Gebäuden, die ich verliere teilweise. Weil einfach ich irgendeine Front einfach übersehe. Aber egal. Na gut, Leute, das ist zwar eine kürzere Folge, aber... man sieht, die Folge ist vorbei und ich will sie jetzt auch nicht künstlich strecken. Deswegen, ich hoffe, es gefallen mir. Ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und schaut mal auf Twitch vorbei, da streame ich jetzt öfters mal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.